Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Madden NFL 15 und es geht in den dritten Spieltag. Die Denver Broncos treten an gegen die Seattle Seahawks und die hatten einen verdammt guten Start. Die haben nämlich beide Spiele gewonnen, nicht ganz so wie wir. Wir haben ja ein Spiel gewonnen und eins verloren. Ja, und ich hoffe mal, wir bekommen dieses Mal ein wenig mehr Spielzeit. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, wie das Ganze noch weitergehen soll. Schauen wir mal, was das Spiel da für uns zu bieten hat. Ich bin wirklich gespannt, wie uns das Spiel denn, ja, langsam heranführen möchte in unserer Karriere. In der Preseason ja relativ viel Spielzeit bekommen als, ich glaube, zweiter Quarterback, den, ja, der wir sind. Aber jetzt in der richtigen Saison sieht das Ganze nicht so schön aus und das, ja, finde ich ein bisschen schade. Wenn natürlich auch nachvollziehbar, braucht man nicht drüber diskutieren, ganz klar. Aber ja, ich würde mich natürlich über die ein oder andere Chance freuen und die dann auch mit der Möglichkeit, dass wir da irgendwas reißen können, nicht so wie im letzten Spiel, dass wir da im dritten Versuch um 16 rankommen, wo es eigentlich nicht mehr so viel Sinn hat, noch was halt zu versuchen. Aber sollten wir die Chance nochmal bekommen, werden wir sie nutzen. So, und die Seahawks, 2 Field Goals und einen Touchdown und wir kommen hier absolut überhaupt nicht zum Spielen und wir kriegen hier anscheinend eine richtig fette Klatsche. Es steht 6:19 für die Seahawks. Da brauche ich gar nicht ausrechnen. Wie das Ganze für uns aussieht. Und ich glaube, das war's auch schon. Wir durften einmal ganz kurz den Ball halten. Wir bekommen hier nicht eine einzige Gelegenheit. Na, abgesehen von den Ball für Pretter, den Kicker zu halten. Also das tut unserer Statistik nicht unbedingt positiv bei, glaube ich. Ja, sind sogar noch ein bisschen rangekommen. 14:22, das war's. Extrem kurzes Spiel. Ich guck mal ganz kurz auf die Zeit. Wir nehmen hier gerade mal 2 Minuten 30 auf. Also das war, ja, das war ganz schön hart. Und obwohl die Seahawks von der Stärke her etwas schwächer waren als wir, denke ich mal, haben sie das Spiel doch über große oder weite Teile hinweg dominiert und allein im letzten Viertel konnten wir dann nochmal ein bisschen aufdrehen, machen ganze 14 Punkte. Allerdings reicht das natürlich nicht. Wir können mal kurz auf die Statistik gucken. Der gute Russell Wilson, 70%, einen Touchdown geworfen. Manning, 61,2, hat 2 Touchdowns geworfen. Ich sehe einen großen... Ah ne, Quatsch, okay. Habe ich falsch verstanden. Ja, 145 zu 154, also was die Strecke angeht oder die Entfernung, die der Quarterback geworfen hat, da haben wir gewonnen, ebenso wie bei den Touchdowns, aber ja, für den Rest hat es nicht gereicht, der Rest, der waren dann halt Field Goals, würde ich behaupten. 14, ja, oder auch nicht, ich weiß es nicht genau, wie jetzt die Punkte zustande gekommen sind, ist ja auch im Endeffekt egal. Wir springen jetzt direkt zum nächsten Spiel. Schauen wir mal, gegen wen es geht. Und ja, in der Season haben wir uns bis jetzt noch nicht allzu sehr mit Ruhm bekleckert. Also mit wir meine ich in diesem Fall unsere Mannschaft. Wir haben jetzt 2 Niederlagen, 1 Sieg. Bye Week, was ist das? Bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Anscheinend hatten wir eine Woche Pause. Gehen wir also jetzt nochmal eine Woche weiter und hoffen dann endlich wieder spielen zu dürfen und dann vor alledem natürlich auch mal im Feld eingesetzt zu werden. Das wäre der Hammer. Schön natürlich ist es, dass wir kurz aufs Feld kommen, dass wir wenigstens ja, ein paar Experience bekommen. Ihr seht, durch das Spiel haben wir knapp 1100 Erfahrungspunkte bekommen, die wir jetzt nochmal in den Spieler stecken können. Das heißt, wir machen jetzt ja, die Wurfgenauigkeit für
die weiten Bälle ebenfalls auf 80 und dann schauen wir mal, was wir da als nächstes machen können. Vielleicht Play Action to fake out defender on a handoff. Play Action is important when running the fake hunt, okay? Das heißt, wenn wir selber, also wenn wir einen antäuschen, dass wir den Ball selber laufen würden und dann im Endeffekt aber doch abgeben, okay? Mache ich relativ selten, ergibt für mich jetzt momentan nicht ganz so viel Sinn. Increase ball carrier vision to read the running lanes better. Ich würde sagen, das machen wir als nächstes, die BC Vision. Ihr seht, die Ausdauer, die ist schon bei 97, die ist gut. Die Throw Power, also die Wurfstärke, die ist auch schon bei 85. Das ist auch ganz ordentlich, also ich denke, dass das nimmt schon gute Bahnen an und wir spielen jetzt gegen die Cardinals. Auch die eine bessere Statistik als wir sie haben. Die haben 2 Siege, 1 Niederlage und wir hoffen natürlich, dass wir jetzt mit meiner Hilfe ja, die nächste Niederlage einläuten können. Arizona Cardinals gegen die Denver Broncos. Und ja, natürlich stelle ich mir gerade die Frage, warum habe ich die Denver Broncos genommen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe mich so ein bisschen vom Quarterback Peyton Manning und von der Gesamtstärke des Teams leiten lassen. Ich dachte natürlich, dass es, weil es, gerade weil es so eine starke Mannschaft ist, dass für mich der Einstieg ins Madden-Universe ja, natürlich ein bisschen leichter ausfallen würde, aber wie ihr seht, bis jetzt nicht ganz so. Eine Mannschaft, die ich sonst noch sehr gerne habe, sind die San Francisco 49ers. Da habe ich auch überlegt, ob ich sie nehme. Habe mich aber letztendlich dagegen entschieden, wie gesagt, durch die Gesamtstärke, die jetzt inzwischen sogar bei 91 liegt, also ordentlich. So, und dann schauen wir mal, was wir hier in diesem Spiel reißen können, ob wir was reißen können. Und natürlich, ob unsere Mannschaft es schafft, das Spiel zu gewinnen. Los geht's. So, der Anfang ist gemacht. Arizona führt hier mit 2 Touchdowns. Wir sind im letzten Kurs von... Boah, ja, gut. Wir dürfen dieses Mal wieder auf einmal aufs Feld. Allerdings auch jetzt wieder. Schaut's euch an. Unser erster Touchdown, Arizona, 3 Touchdowns gemacht, 4 Touchdowns, guck mal, 4 Touchdowns wäre, 3 Touchdowns, 21, nee. Ich frage mich gerade, wie sie auf 20 Punkte kommen, 14, ah ja, natürlich, klar. 2 Field Goals gemacht und 2 Touchdowns und ja, das ist es auch schon wieder gewesen, der Endstand. 20-7 ja auch dieses Spiel verloren. Ich weiß nicht, was mit unserer Mannschaft los ist. Von einer Mannschaft mit einer 91er Gesamtstärke erwarte ich mehr. Hier vielleicht die Schuld zu suchen beim Trainer, beim Head Coach. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier sehen wir anscheinend wieder so eine Aktion gegen die Krebserkrankung, beziehungsweise um die Forschung an Krebs zu fördern, hier die Spieler mit pinken Trikots und Schuhen. Das sieht man hier im amerikanischen Sport relativ häufig. Finde ich auch schön, dass sie das machen. Gerade natürlich bei Sportarten wie den American Football oder auch wie bei Basketball, die einfach eine unglaubliche Breite ansprechen an Menschen. Ja, und das war's mit Spiel Nummer 2 und wir haben wieder nur einmal den Ball halten dürfen, das ist natürlich gar nichts und ich warte natürlich immer noch auf meine erste Sternstunde, auf meine erste große Gelegenheit hier mal zu zeigen, dass auch ich was fürs Team beitragen kann. Es kann natürlich sein, dass wir hier noch eine ganze Weile warten müssen, bis wir eine vernünftige Gesamtstärke haben und ihr seht Spiel Nummer 5 gegen die New York Jets, 3 Siege, 2 Niederlagen. Die haben also schon 5 Spieler, sprich das ist jetzt ihr 6. Die haben also nicht diese Woche ausgesetzt, so wie wir es haben. Und ja, schauen wir mal. Vielleicht dieses Mal ein bisschen mehr Action hier. Advanced Settings, was kann man denn hier noch großartig machen?
Denver Fox. Detroit Cardwell. Miami, Minnesota. Mischt natürlich mit unserem eigenen Playbook spielen. Versuchen wir es einfach mal so. Joe Gibson, John Madden, Mike Ditka, okay. Buffalo. Cleveland, Dallas. Versuchen es einfach mit den Spielzügen von Cardwell. Versuchen wir es einfach mal was anderes. Was haben wir großartig zu verlieren? Und ich denke, das dürfte das letzte Spiel sein. Es kommt uns natürlich noch momentan zugute, dass wir so wenig Spielzeit haben. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es sich bald ändert. Tiny Titan. Ja, genauso fühlt sich es momentan an. Aber unsere Sternstunde, die wird definitiv noch kommen, da bin ich mir sicher. Ich glaube, ich gucke im nächsten oder nach dieser Aufnahme einfach mal nach, wie alt Peyton Manning schon ist und ob wir da Möglichkeiten haben oder Chancen haben, bald als zweiter Quarterback befördert zu werden. Hello everybody, I'm Larry Ridley and this is the NFL. So, aber jetzt alle Kleinigkeiten beiseite. Das Einzige, was jetzt zählt momentan, ist natürlich der Sieg. Now let's head down to Jim Nantz and Phil Sims for this week 6 matchup. The Jets are back deep, waiting to... So, schauen wir mal, was wir in diesem Spiel heute gerissen bekommen. Und wir haben wieder pinke Kleidung an. So, schauen wir mal. New York mit dem ersten Touchdown. Jetzt auch wir holen hier den Ausgleich, wenn wir den Field Goal schaffen, beziehungsweise wenn wir den Kick schaffen hier, aber das dürfte kein großes Problem sein, denke ich mal. Ja. Und da haben wir einen schönen Spielzug gemacht, schönen Spielzug mit 73 Yards, insgesamt 80 Yards. Haben dafür zwar 12 Spielzüge gebraucht, aber das ist ja letztendlich irrelevant. Wichtig ist nur, dass wir die Punkte geholt haben und ich hoffe natürlich, dass wir hier nochmal die Möglichkeit bekommen und wir bekommen sie nochmal und gehen damit sogar in Führung mit einem Touchdown, sprich mit 7 Punkten. Und wir befinden uns immer noch im zweiten Viertel. Das heißt, es ist noch sehr, sehr, sehr viel Zeit. Allerdings scheint nicht mehr allzu viel zu passieren. Doch, der Ausgleich. Und wir holen uns auch nochmal einen Touchdown. So kurz vor Ende. Knapp 2 Minuten. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig gewesen hier. Gehen wieder mit 7 Punkten in Führung. Und jetzt natürlich die New York Jets in Zugzwang. Mal sehen, ob sie jetzt noch was schaffen oder eben nicht. 4. und 16, wir bekommen hier die Chance, ehrlich, ernsthaft, aber das ist, hat keinen Sinn. Im 3. und 16 hätte ich gesagt, okay, kein Problem, da versuche ich es, aber im 4. da ist das Einzige, was hier nochmal Sinn ergibt. Nimm Field Goal und das machen wir. Von daher, kein Problem hier. Ja, mehr. Einen der besten Kicker der Liga. Predator. Und für den sind 40 Yards wirklich eine Kleinigkeit. Ja, und das war's. Wir haben endlich geschafft. Wir haben das Spiel gewonnen hier mit 24-14. Mit 10 Punkten Vorsprung. Das war wichtig. Das war wirklich wichtig hier. Und das ist, ja, das ist eine Erleichterung natürlich fürs Team. Vielleicht haben die etwas anderen Spielzüge gut getan. Wer weiß. So, und es gibt jetzt eigentlich nichts weiter zu sagen. Guckt euch die Leistung an von Peyton Manning. 90,9% Abschlussquote, 186 Yards geworfen und einen Touchdown. Das ist eine sehr, 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 sehr gute Leistung. Hier sehen wir nochmal, Monty Ball hat 10 Carries, also 10 Bälle gefangen mit 49 Yards. Demaryius Thomas 6 Receives, 46. Nein, Monty Ball ist 10... Ich weiß es nicht. Leute, was heißt Carries?
Sagt's mir bitte nochmal, schreibt's mir in die Kommentare, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die Receives von Demaryius Thomas, das heißt, dass er den Ball gefangen hat und damit 46 Yards insgesamt erspielt hat. Welker sogar 70 Yards, also der Mann war heute auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten, hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und sage, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Nation Zero, ciao, ciao.